Jean-Michel Seif in einem wesentlich längeren Wisch gestern besser in Form gewesen. Kolajczak müsste zumindest körperlich heute in besserer Verfassung sein. 4:2. Mit dem Überraschungseffekt und viel Risiko. Dann im Viertelfinale wieder sehr gute Serviceannahme. Sehr groß ist auch ein bisschen schwer dorthin zu kommen. Ja. 1:0 für den Belgier. Kann eigentlich schon gar nicht mehr nehmen als diese Vorhand. Noch nicht genügt. Ja, gut kennen. Diagonal gespielt. Hat auch nicht genügend Varianten auf Lager offensichtlich, um den Belgier mit all seiner Erfahrungen. Dann schaut schon sehr, sehr düster aus für Kolajczak. Dann darf er sich überhaupt keinen Umfaller mehr leisten. Ah, Chinesen auswählen. Ah je. Da der Schläger von Jean-Michel Seif den Tisch, die Tischkante berührt. Von sich selbst überzeugt im Augenblick. Da. Ja, wieder sehr schön mit der Rückhand. Parallel. So. Noch 3 Satzbälle. Und ziemlich zusammenbeißt. Herrlicher Kopf. Ja, schön, schön gespielt. Ganz genau gepasst. Schöner Topspin, gezogen, treibt Kolajczak hinaus und dann mit der Rückhand ganz genau an die Tischkante. Wunderbar gewehrt. Und das war dann gut gemacht. Der ganzen Routine des Belgiers. Jawohl, 13:2. Ah, in diesem Spiel. Ganz ein haariger Satz. Es ist wirklich toll, wie Jean-Michel Seif hier seine Möglichkeiten ausnützt, da auch Kreativität an den Tag zu legen. Und wieder. Servieren wird. Nein. Ah, es macht er den Fehler beim Service und. Schließlich nur mehr bis 11. Ja, volles Risiko in diesem Semifinale. Na, jetzt tut sie. Guter Block. Und das kostet Kraft. Das kostet für den Hongkong-Chinesen. Und.
Und das war's. Jean-Michel Seif steht überraschend im Finale der Austrian Open in Wales. Er gewinnt gegen Ko Lai Chak aus Hongkong in 5 Sätzen und steht im Finale und trifft dort auf den deutschen Timo Boll. Also ein europäisches Finale bei einem top besetzten Proto-Turnier.